Torschützenkönig. Was hast du dieses Jahr von dem Marke gesetzt? Ja, ich habe mir eigentlich die gleiche wie letztes Jahr gesetzt. 15 Tore, so schnell wie möglich einfach und dann. Also 15 auf jeden Fall und dann schauen, was noch nach oben geht. Okay, dein Bruder ist ja zum FC Bayern gewechselt. Ihr wart, glaube ich, ziemlich gut eingespielt. Fehlt er dir auch so im Spiel jetzt? Ja, klar, fehlt er im Spiel ein bisschen, aber ich gönn's dem und ich hoffe, dass er es auf jeden Fall noch weiter schafft. Ihr tretet ja, glaube ich, im September in München an. Ist das für euch das Highlight des Jahres oder speziell für dich jetzt auch? Ja, in München ist vielleicht nicht ganz das Highlight. Ich meine, es ist schön gegen ihn zu spielen, aber das Highlight wäre dann in Bamberg in der Rückrunde sein gegen ihn. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Letztes Jahr war der 10. Was rechnet euch für dieses Jahr aus? Ja, wir wollten eigentlich ein bisschen weiter oben angreifen, aber haben jetzt nicht ganz so einen glücklichen Start gehabt. Haben viermal unentschieden gespielt auch und die zweimal haben wir in der Nachspielzeit verloren. Aber ich denke mal, wir haben eine gute Truppe und da wird schon ein bisschen nach oben gehen. Okay. So, letzte Frage noch. Hat dich diese Aktion irgendwie auch beflügelt, dass du gedacht hast, hey, Mann, da ist 15 Kisten Bier. Ich meine, du wirst es wahrscheinlich auch mit deinen Kollegen trinken, dass ihr gesagt habt, hey, da müssen wir irgendwie schauen, dass wir das auf die Reihe kriegen, dass die Kisten zu uns kommen. Ja, ich, ehrlich gesagt, wusste ich das noch gar nicht so genau, war ein bisschen auch überrascht. Nach der, in Facebook haben sie mir geschrieben, genau. Und ich habe da gar nicht so viel davon gehört. Aber na klar, wollten die Kollegen im letzten Spiel auch, dass ich da Torschützenkönig war. Und die haben auch alles dafür gegeben. Okay, das heißt, jetzt habt ihr bald einen spaßigen oder vielleicht auch zwei spaßige Abende vor euch, oder? Ja, genau. Ja, es wollen ein paar Kumpels von mir aus dem Dorf mal fallen und auch aus der Mannschaft. Ja, für zweimal wird es auf jeden Fall reichen. Okay, super.